Hey Leute und willkommen. Heute zeichne ich aus dem Anime Mirai Nikki die gute Yuno Gasai. Wer sie nicht kennt, hier ein kleiner Ausschnitt. Das ist eine Verrückte, die total verliebt ist in jemanden. Und leider ist von der Kameraaufnahme nur wenig übergeblieben, weshalb das Video jetzt zu kurz ist. Aber ich habe mir gedacht, ich mache das trotzdem mal hoch. Hier kam es dann zum Ausmalschwitz in Gimp wieder. Und dann der erste Schritt für mich ist halt immer zuerst die Hautfarbe und halt alles erstmal in einer einheitlichen Farbe, was halt gleich sein soll, auszumalen und später dann den Shader hinzuzufügen. Hier kam es dann auch schon zu einem Shader. Da habe ich zuerst die Haare gemacht. Je nach kam dann die Hautfarbe. Und tatsächlich gefällt mir diesmal bei dem Bild die Hautfarbe viel besser als schon beim letzten bei Ichigo. Da es viel natürlicher aussieht. Nun kam die ganze Kleidung bzw. Accessoires bzw. die Schleifen. Und hier gehe ich dann nochmal kurz über die Haut und mache dann jetzt gerade die Augen. Diese sollten natürlich typisch für die Yuno Gasai sein. Also habe ich Herzaugen gemacht, halt dieses Verliebte, so crazy Verliebte. Und dann habe ich halt erstmal dunkel gemacht von oben und später mit einer helleren Farbe, so pinklich halt unten ausgefüllt und dann nur noch die Lichteffekte eingefügt. Hier kam der Hintergrund, da habe ich halt noch ein Herz hingesetzt. Und ja, als ich das gemacht habe, habe ich mir halt gedacht, so ja, mache ich das ganze Bild ein bisschen pinker, damit dieses Verliebte halt besser zum Ausdruck kommt. Und dann, wie ihr seht, habe ich halt das Herz und das war's. Da habe ich dann halt noch die Outlines gemacht. Ich hoffe, euch hat das Video gefallen. Falls ja, lasst gerne eine Bewertung da und bis zum nächsten Mal.